Hallihallo Freaks, willkommen zu einem weiteren Part von Papers, Please, mit mir Sulfa. Wir waren stehen geblieben am Ende von Tag 12. Wir moven jetzt in die 7. Klasse hinein. Upgrade nochmal unsere Booth, was wir auch immer jetzt hinzubekommen werden. Im Grunde gibt es hier nicht viel zu sagen heute, außer dass unsere Rente und unsere Hitze jetzt steigt. Aber durch unsere 1000 Dollar, die wir einfach bekommen, oder 1000 Credits, heißt es ja im Game, können wir damit noch durchleben. Another bomb slipped through. Immigrant screening falls short. Moa gets new director. Stricter protocols promise at... Oh, nee. 5. Dezember 1982. Wo habe ich denn meinen Zettel hingelegt? Oh mein Gott. Moment mal. meinen Städtezettel. Inspector, the new director is unsatisfied with the level of... Scrutiny, security wahrscheinlich, afforded to foreigners. From today forward, all foreign entrants must present a recent identity supplement listing weight, height and appeal. Oh mein Gott. The rulebook document chapter has been updated. Ach du heilige Scheiße. Noch mehr zu überprüfen, noch viel komplizierter. Oh Scheiße. Gucken wir erstmal hier rein, haben wir bei Dokumente was Neues? ID Supplement. Shit, ey. Das wird unangenehm. Sehr unangenehm. Ich muss mir mal merken, diese Symbole hier. Okay, Basic Rules. Diplomats require authorization. Foreigners require an ID Supplement. Okay, ich denke, wir können loslegen. Ich glaube, ich habe das jetzt soweit. Hoffentlich. Mal sehen, was jetzt passiert. Visiting. Duration of stay. 14 days. Passwort Nummer 4. Natasha Kritschton. Natasha Kritschton. Female. Sant Manero Antegria. Sant Manero ist richtig. Bild stimmt. Exploration Date stimmt. Enter by stimmt. Den Namen stimmt. Das Symbol ist richtig. Oh, 171, wie kann ich denn die Höhe? 47, very short hair, thumb, expiration. Okay. Ach ja, wir haben ja Dezember, stimmt. Entschuldigung, ich glaube, sie darf durch. Ich bin mir hier jetzt sehr unsicher gerade, muss ich ja wirklich sagen. Ich fühle mich nicht gut bei dem, was ich jetzt so eben getan habe. Papers, please. Okay. Visiting friends. 3 Monate anscheinend. 12 weeks. 3 Monate. Efi Todiska. Richtig. Enter by. Richtig. Expiration date. Richtig. Das ist auch richtig. Das Symbol ist richtig. 44 Kilo Glass. No glasses. I have changed. Oh, come on. Wirklich deswegen? Nee. Boah, das ist ja tatsächlich die falsche. I don't know what to say, how about the detail? The detail is always good for your skin. Für deine Haut. Ah, ich krieg endlich mal wieder Geld von meiner Wache. Good morning. You detained 4 people. Das sind 10 Dollar. This is not enough. Yes, I know. Oh, come on. My wife's signal. Neighbor spreads the flu. This is what is left after medicine. I give you the rest next time. Oh, was ein Arschloch. Der will mich hier abziehen. Der will mich abzocken. Ich glaub's ja nicht. Papers, please. Visiting. Das Symbol ist falsch. Documents, Entry Permit. Und... Nee, ist nicht falsch. Oh, shit. Kisama. 60 Kilo, stimmt nicht. Glück. Glück. Okay, jetzt bin ich aber gespannt.
Ach, kurzes Haar stimmt, das ist schon mal richtig. Die ID-Nummer schon Marla Morris. Marla Morris stimmt auch. Das ist okay. Gewicht darf sich ja verändern. Gehe ich zumindest jetzt mal sehr stark von aus, dass ich das Gewicht verändern darf. Yoko City Kolicha ist auch richtig. Sie darf durch. So. Wenn das jetzt mit dem Gewicht wirklich falsch ist, dann weiß ich, das ist ja echt, das ist ja unlogisch. Papers, please. Immigrating. Die ID-Nummer stimmt nicht. Haha, sofort gesehen. Sie versuchen es auch immer und immer wieder. Nope, detaining. Schon die zweite heute. Hehehe. Und es geht weiter. Wir detainen more people. Papers, please. Hey, man. I lost Adika. I think someone stole it from locker room, but we won match. Can't wait to get home. This for you. Maybe you take it. What? Hang on wall. How about you just go and fuck yourself, man? An entry per. He is. What? Ach. ID-Karte. Entschuldigung. Falsch gelesen. I know, man, I told you. It was stolen. Come on, let me through. How about... Nein. Ich kann ihn nicht ohne ID-Karte durchlassen, Kollege. Hey, Bullshit. Gotta tell Coach about this crap. Wenn du so dumm bist, das Ding mitzunehmen? Kann ich da was für? Jo. Oh Gott, vier Stück. Okay, erstmal Engineering-Karte. Francios de Grise, de Grüß. Boston Republia. Boston, ja natürlich. Expiration. Nächstes Jahr, okay. Bild stimmt. Das stimmt auch so. Das Symbol ist richtig. Das Symbol ist richtig. Das müsste richtig sein. Ich check lieber nochmal vorsichtshalber. Oh, diesmal bin ich aber sehr langsam. Okay, das ist okay. Habe ich wohl nichts verloren. Glatze und Expiration ist auch noch hin. Stimmt. 67 Kilo, stimmt alles. Darfst rein. Gott, vier Dokumente zu überprüfen. Es wird langsam, es wird anstrengend. Oh mein Gott. Awesome. I'm transit duration of stay only 2 weeks. Okay, enter by. Das ist doch falsch. Nee. Ah, jetzt verpiere ich das. Oh mein Gott, ich bin so Vollpfosten. Entschuldigung. Fran Ivanovska ist richtig. Das Symbol ist falsch. Nee, ist richtig. Ist richtig. Gewiss straight hair. Nein, oh, das Foto. Surgery. Natürlich nicht. Der ist sicherlich ist eine Betrügerin. Das weiß ich doch jetzt schon. Jetzt können wir aber noch mehr überprüfen. Oh mein Gott. Erstmal so. Und so. Und so. Scheint alles korrekt zu sein. 52, 140 Kilo. Sie darf anscheinend durch. Ich muss nur dieses Ding wiederfinden. Und dusch, dusch. Zwei, drei. Ach, vier. Wie cool, dass ich das hier mit Tab öffnen kann. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Das macht die Sache erheblich einfacher. So ein bisschen. Visiting friends. 14 days. Sascha Rob, the item is total pain. Was not easy to get only last few days. Also in a harder, harder way. Even have open border. Sascha Roveliski. Enter by is okay. Exploration. Date ist auch okay. Enkyo Impor. Enkyo Impor ist auch okay. Männlich sieht auch okay aus. Short Light Hair ist auch okay. Enter bei 11.12. 87 Kilo. Alles okay. Bäh. Oh, Butzi-Bärchen. Ist deine Laune heute schlecht? Oh, vorbei?
What? The neighbors have reported our new wealth. Your new wealth, all this. Oh, oh, nein, 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 nein. You got to be fucking kidding me. What? Aha, sie haben meine Spartes weggenommen. Ich glaub's ja nicht. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Bullshit. So ein Bullshit. Bullshit, Bullshit. Ich kann nicht mal in mein altes Apartment ziehen, weil das zu teuer ist. Oh, okay, dann krieg ich Geld wieder. Oh, so machen wir das. Fuck. Wir sehen, was mit Tag 14 kommt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wenn ihr das Video gefallen hat, kommt hier ein Like und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Oh mein Gott, war das schnell. Entschuldigung, das mache ich nicht nochmal. Bis dahin, ciao, ciao.